Bei solch trüben, kaltem Wetter finden nur wenige Hamburger den Weg in den Stadtpark. Für jemanden wie mich, der 8 Jahre unter Kälte gearbeitet hat, sind dieses aber eher laue Temperaturen. Diese sind die Tage, da man auch mitten in einer Großstadt Ruhe finden kann. Es sei denn, man fühlt sich durch das Gekrächze der Krähen in seiner Ruhe gestört. Schaut man auf diese schneebedeckten Figuren, könnte man sich glatt in St. Petersburg wähnen. Auf Sommer, Terrassen und Kaffee müssen wir wohl noch ein wenig warten. Auf meine Freunde brauche ich nicht lange zu warten. Er hätte es auch gern ein wenig wärmer. Achtet man auf seine Füße, kann man sehen, dass er auf den Hacken sitzt. Fast wie ein Pinguin. Die Paddeln der Möwe sind auch schon ganz schön kalt. Der kleine Kiel sieht ja noch recht pummelig aus. Hoffen wir, dass er gut durch den Winter kommt. Rotkehlchen kommt man auch im Sommer recht nahe. Und jeder Gärtner weiß, wie neugierig sie sind. Und dieses Tierchen hier? Was mag das sein? Vielleicht eine Heckenbraunelle? Oder gar ein Grauschnäpper? Vielleicht kann das einer von euch mir sagen. Vor Sigi jedenfalls hat kein Tier Angst. Allenfalls mal ein Hundeführer. Dieses aber hier dürfte eine Heckenbraunelle sein, wenn ich mich nicht irre. Die Dohlen kommen natürlich nicht aus lauter Herzensgüte zu mir, sondern in der Hoffnung, vielleicht etwas zu fressen zu bekommen. Mich faszinieren immer wieder ihre blauen Augen. Die Blässhühner leben auch im Winter auf großem Fuße.
Saatkrähen sind im Hamburger Stadtpark ein eher seltener Anblick. Die beiden aber wissen sich im Kreise der Rabenkrähen gut zu behaupten. Ein wenig schauen sie schon aus wie Harlekins. Dieser Harlekin dürfte ihnen auch nicht ganz unbekannt sein. Man achte auf die elegante Kleidung, sicher nicht von der Stange. Besonders die Mütze. Oben auf einen Trottel, darunter noch einer. Hier habe ich das Futter tief in der Faust versteckt. Das heißt, die Krähe muss mit dem Kopf in die Faust hinein. Pirat. Komm her. Pirat. Es überrascht mich immer wieder, wie diszipliniert sie eigentlich sind. Unter Tauben findet man sicherlich mehr Streitereien. Das Telefon ist immer und überall. Er hier hat seinen wirksamen Trick gefunden. Na so, komm mal her, Pünktchen, komm. Komm, Pünktchen, komm her. Komm hier, komm, Pünktchen, komm. Wäre da nicht der winzige Punkt unter dem Auge, könnte man das Pünktchen glatt mit dem Gourmet verwechseln. Beide sind sie dominante Tiere und haben sich auch oft in der Wolle.
kalt. Das hier aber ist der Gourmet. Und wie man gleich sehen wird, wird er nicht eher wegfliegen, als bis er die zweite Erdnuss hat. Ich gehst du mal von der Kamera runter da. Na sowas. Hm? Da sollst du nicht drauf gehen, du. Nicht auf die Kamera steigen hier. Hm? Na, jedenfalls können sie sie nicht umschmeißen. Wäre da nicht das ständige Hintergrundrauschen des Autoverkehrs, könnte man auch in Alaska sein. Mystische Schatten, die bei manchem Angst auslösen. Dabei sind sie doch so ganz anders, als die meisten von euch wissen. Schnabel und Cäsar sind auch schon seit längerem ein Paar. Und was ist da hinten los? Sieht fast aus, als halten sie einen Tank ab. Es kommt immer wieder vor, dass einzelne Tiere ausgegrenzt werden. Es gibt auch tatsächlich Krähen, die sich nicht riechen können und immer wieder in Streit verfallen. Oder es werden einzelne von ganzen Gruppen gemobbt. Geh mal weg. Geh mal weg, Digga, komm. Na, geh da weg. Lässt du das wohl? Nein. Pirat. Lass das mal, mein Dicker. Hm? Ich muss diesen Krieg hier jetzt mitkriegen. Nein. Jetzt hat er die Kiste runtergeschmissen.
Die Streitereien nehmen bald ein Ende und das Herumtollen im Schnee tritt in den Vordergrund. Gerne spielen sie mit Gegenständen herum, während sie sich im Schnee wälzen. Lumpen. Na, den habt ihr doch längst erkannt. Ein Blick auf den Schnabel genügt. Wenn Kinder sich um ihr Spielzeug streiten, sieht es kaum anders aus. Jetzt, bei der Kälte, gibt es noch eine andere Vogelgruppe, die den Stadtpark dominiert. Den Krähen gefällt die Konkurrenz nicht und so wird erst einmal ein Herold in das gegnerische Lager gesandt, um abzuklären, wer hier das Sagen hat. Und wenn ihr euch nicht verzischt, dann setzt es was. Soweit, so gut. Aber ein Robin Hood findet sich doch unter den Möwen.
Hey, ihr beiden, was ist das hier? Komm, Möwe. Die Möwe stößt herab, verschlingt das Beutegut, dreht eine Runde und setzt zur neuen Landung an. Dem König Gourmet Löwenherz ficht das nicht an. Er bekommt so oder so seinen Pflichtteil. Da, wo andere rucksackweise Kamelle verstreuen, tobt natürlich das Möwenleben. Aber richtigen Kontakt bekommt man so nicht. Hier eine mir ganz unbekannte exotische Vogelart. Wem mag der wohl entflogen sein? So, das war's mal wieder. Und was ich noch sagen wollte, bleibt Gaudelüt.